Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 auf dem nordfriesischen Marsch mal zu einem kleinen Cosplay-Info-Video. Denn mit der neuen Cosplay-Version, die wir erhalten haben, die 7.2.1.0, haben wir zwei neue Funktionen, möchte ich mal so sagen, hinzubekommen, die ich persönlich einfach nur genial finde. Ja, wie es schon im Video steht, Cosplay kann Rübenmiete anlegen. Und Cosplay ist in der Lage, diese Rübenmiete mit einer Europamaus zu verladen und wieder abzufahren. Ich finde es einfach nur genial. Wir sehen auch schon hier unseren Abfahrer, wie er die Rübenmiete so Stück für Stück aufschüttet. Ne? Und ja, bevor wir uns das angucken, was man da so alles einstellen kann, muss, sollte und könnte, ne? Kann ich nur vielen, vielen Dank sagen an diejenigen von Cosplay, die im Hintergrund sicherlich auch viele Stunden ihrer Freizeit investieren und um uns hier so einen einfach nur tollen Mod zu präsentieren, muss man einfach so sagen. Also ich bin von der Funktion absolut begeistert. Ich habe jetzt so verschiedene Sachen auch rumprobiert. Es gibt zwar die eine oder andere Sache, ja, die hat bei mir nicht beim ersten Mal gleich geklappt. Vielleicht habe ich es auch bloß falsch angestellt, ist alles möglich. Aber wir gucken uns das jetzt mal an, was wir alles einstellen müssen. Oder lassen ihn hier nochmal abbunkern und fahren nochmal eine Runde mit. Ich könnte hier, glaube ich, stundenlang jetzt zugucken. Es ist so, dass ich das Ganze mit Cosplay mache, alles. Also der Abfahrer ist ja auch mit Cosplay unterwegs. Die Funktion, dass wir in Drescher abtanken, die haben wir ja in Cosplay schon länger. Dass man praktisch in Drescher abtanken kann. Die Funktion ist jetzt bei den Abfahrer auch jetzt aktiviert, nur wir haben die Zusatzoption hinzubekommen bei den Abfahrer, dass wir entsprechend auf dem Feld abkippen können. Das müssen wir uns natürlich auch entsprechend einrichten, wie und wo wir die Rübenmiete anlegen wollen. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, könnte ich ganz und gar auch die Rübenmiete bis 20 Meter außerhalb vom Feld anlegen. Aber hier haben wir jetzt genug Platz. Wir sind ja hier auf dem Spielstand von der Rübenparty unterwegs. Wer das nicht weiß, aktuell machen wir hier auf der Marsch Rübenparty. Ja, ganze Marsch ist alles mit Rüben, wird geerntet und ist immer freitags wird gestreamt und es kann dort sozusagen getippt werden, wie viel Rüben wir ernten. Und ja, dort ist es so, dass dann der Gewinner in Season Pass 2 kriegen soll. Wer mit seinem Tipp richtig liegt oder am nächsten dran ist. Ne? Es müssen natürlich Kanalpunkte investiert werden. Ja, das war jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ne? Ja, er ist wieder zurück unterwegs zur Rübenmiete und wird dort das nächste Mal abkippen. Und wenn er dort abgekippt hat, dann werden wir uns mal angucken, was wir hier alles eingestellt haben. Oben ist noch ein Abfahrer, noch ein Ernter, der auch abgeladen will, werden will. Da gucken wir vielleicht dann auch nochmal hin. Mal sehen, oder ob wir vielleicht gucken, ob es noch hier zu. Ne? Weil ich habe jetzt hier bei denen auch die Fruchtumfahrung aktiv. Da sieht man, er fährt auch schön immer ringsrum. Obwohl man jetzt mit dem Rübenroter, der ist ja so eingestellt, dass er Beete abfährt hier. Also, ja, 14 Beete habe ich, glaube ich, haben wir, glaube ich, eingestellt. Ne? Erst Vorgewende, dann Beete. Ne? Weil wenn ich natürlich das Vorgewende weg habe und habe irgendwo ein bisschen Platz auf meinem Feld, dann kann ich mir auch hier problemlos eine Rübenmiete anlegen und die dann entsprechend abfahren lassen. Also er hat hier richtig satt zu tun. Er kommt hier auch relativ flott voran, weil einmal ist schon mal im Trecker definitiv hier eingestellt, wenn wir hier gleich mal reingucken noch, die Geschwindigkeit auf dem Feld, die habe ich schon mal hier hochgedreht auf 40 km/h. Ne, dass der überhaupt eine Chance hat, hier ein bisschen zügig hin und her zu kommen. Ne. Sieht man jetzt, er fährt hier schön für die Miete davor und fährt dann rückwärts ran und kippt die Miete immer weiter ab. So, lassen wir ihn mal noch abkippen, dann gucken wir mal hier in die Einstellung rein. Da hinten steht auch schon eine Europamaus, da wollen wir auch noch was verladen dann. Dann oben der andere Roter, der dort steht, da habe ich nochmal einen anderen Anhänger und einen anderen Trecker stehen. Ich habe es auch mit dem Überladewagen probiert, aber mit dem Überladewagen kriege ich die Miete nicht abgekippt. Das kann ich da nicht einstellen. Vielleicht gibt es da mal noch Änderungen, das weiß ich nicht. Aktuell geht es, wie gesagt, bei mir hier tadellos, wenn wir Trecker und Anhänger verwenden.
So, nehmen wir ihn mal raus. Anhänger ist jetzt leer. So, was muss ich machen bei den Trigger? Ich bin im normalen Kursplay-Fenster und habe ja dann hier die Möglichkeit, über das Symbol, wie es auch schon bekannt ist, einen Pressure abzutanken. So, und da muss ich mir entsprechend einstellen. Auf welchem Feld ich bin, muss natürlich die Feldposition wählen. Wir sehen hier jetzt schon, das Feld ist umrahmt. Ansonsten müsste ich das nehmen und müsste ich mir hier rüberziehen. Ne? So, und dann habe ich hier unten die Optionen dazu bekommen, oder beziehungsweise ab hier einmal, was ich entladen will. Weil wir wollen in dem Fall Drescher entladen. Steht jetzt Drescher drin. Drescher ist natürlich der Rübenroder gemeint. Ne? Weil ich könnte noch umstellen auf Lader. Lader wäre natürlich dann unsere Europamaus. Ne? Das gucken wir uns aber dann an. Wie gesagt, die Feldposition muss ich wählen, dass ich auf dem Feld bin. Das Feld muss so erkannt werden, weil sonst würde ja der Abfahrer nicht funktionieren. Dann kann ich hier unten einstellen, abladen auf Feld. Das muss natürlich aktiviert werden. Und dann muss natürlich der Feldpunkt gesetzt werden, wo die Rübenmiete angelegt werden soll. Da muss ich genauso hier diesen Punkt nehmen, rüberziehen. Wir gucken uns das gleich noch bei den anderen an, wo wir das neu machen. Den habe ich jetzt hierher gezogen und dann hat man ja immer so den Pfeil von den Positionen. Und da, wo der Pfeil hin zeigt, in diese Richtung wird die Rübenmiete angelegt. Ich will es jetzt hier nicht nochmal neu machen, weil der soll mal dort noch ein bisschen weiter abkippen. Wir springen mal gleich in den anderen, dann machen wir das nochmal komplett neu. So, und dann kann ich noch auswählen, wo ich abkippen will. Ich dachte immer, deshalb habe ich auch noch einen anderen Anhänger, der seitlich kippen kann. Ich kann aber, glaube ich, immer nur auswählen zwischen hinten und zwischen Kornschieber. Deshalb habe ich jetzt hier hinten gelassen. Wir haben dann oben haben wir noch so einen 3-Seiten-Kipper. Da kann ich trotzdem bloß zwischen hinten und Kornschieber auswählen. Ne? So, und wenn ich das eingestellt habe, mehr muss ich da erstmal so nicht einstellen. Wenn wir zurückgehen, dann können wir ihn einfach wieder aktivieren. Ne? Und er wird in dem Fall, weil unser Drescher natürlich hier gleich oder der Rübenroder entsprechend voll ist, wird er natürlich gleich wieder hinfahren. Setzt er sich hier wieder sofort in Bewegung und wird hier die Rübenmiete weiter aufschütten. Ne? So, gucken wir mal in den anderen, der hier oben rum steht. Weil da können wir mal das Debugging anmachen. Da sieht man auch schön, wann ja wie und wo fährt. Halt, man kann nicht einsteigen, so rum. So, hier ist jetzt, glaube ich, noch nichts weiter eingestellt bei Ihnen. Also, doch, das Feld wird automatisch, glaube ich, auch erkannt, wenn wir auf dem Feld stehen, weil wir sehen, es ist ja weiß umrahmt. Ne? So, dann brauchen wir natürlich, wir wollen auf dem Feld abkippen. Das ist schon aktiv und dann, wie gesagt, ach so, hier hatte ich schon mal angefangen. Ne? Dann habe ich meine Position, die ich eben wählen kann und das kann ich mir jetzt hier so in die Richtung, wir machen das mal einfach hier so schräg, wo wir eine Rübenmiete anlegen würden. In diese Richtung würde er dann entsprechend die Miete kippen oder wenn ich es jetzt so runterziehe, macht es mir gerade oder so rum. Das ist vollkommen egal, da bin ich hier absolut frei, wie ich das mache und in diese Richtung wird dann die Rübenmiete angelegt. Was ich eben auch so toll finde an der ganzen Sache, wie gesagt, hier ist wieder eingestellt Drescher und das Feld ist erkannt. Ne? Da können wir ihn mal losschicken und wenn er jetzt das erste Mal dorthin kommt, da kommt er eben hin und kippt einfach nur kurz mal noch hier das Debugging anmachen, damit man das sieht, weil wenn man jetzt hier das Debugging in der CP-Einstellung anmacht, dann sieht man immer so schön, was er sich für Linien ausrechnet. Ne? So, sieht man sofort ausgerechnet, da vorne soll die Rübenmiete hin, dort fährt er hin. Dann wird er entsprechend die Miete anlegen. Weiß nicht, ob man das jetzt gleich sieht. Na, jetzt sieht man es noch nicht. Er fährt hin beim ersten Mal und kippt einfach ab. Vorne ist schon unser Drescher voll. Er steht zwar jetzt ein bisschen unglücklich. Ich hoffe mal, wir können den jetzt dort abbunkern, aber wenn nicht, dann müssen wir das kurz per Hand machen. Wir können ja jederzeit auch hier eingreifen. Wenn man ihn jetzt hier rausnehmen würde und dann wieder einstellt, dann würde er trotzdem den Zyklus hier weitermachen, weil die Miete bleibt mehr erhalten. Ne? Wenn ich ihn jetzt rausnehme, bleibt trotzdem der Zielpunkt, wo wir die Miete anlegen wollen, der bleibt erhalten und er wird immer wieder hierher zurückfinden. Haben wir ja jetzt bei den anderen unten auf der 54 auch gemacht. Ne? So, er fährt jetzt zurück. Er ist jetzt in der Position, wo er wartet, wo er jetzt vom Drescher das Signal kriegt, dass er abgebunkert werden will. Und er sollte jetzt eigentlich zum Drescher abgebunkert werden will. Sollte jetzt eigentlich zum Drescher hinfahren. Tja, wie das so ist, jetzt macht er es nicht, oder? Hier steht unser Drescher eben zu ungünstig.
Weiß nicht, warum der so weit rausgefahren ist. Wir fahren mal hier selber hin. Machen wir ihn mal kurz aus. Weil er kriegt ja auch bis 25.000 Liter rein. Deshalb ist es auch ein kleiner Anhänger. Und hier ist es eben so, achso, das wollte ich, was ich vorhin sagte, wenn ich hier gucke, hier kann ich eben auch bloß hinten einen Kornschieber auswählen, obwohl der Anhänger auch seitlich abkippen könnte. Ne? Ich denke mal, das wird auch mit bewusst so ausgewählt sein, dass ich da vielleicht nur seitlich, nur hinten abkippen kann. Ich weiß nicht, warum er hier so weit aus dem Feld rausgefahren ist. Keine Ahnung. Ich glaube, er hat dort vorne angesetzt und wollte natürlich hier das Rohr aus der Bucht holen. Ne? Steht hier ein bisschen unglücklich. Deshalb machen wir das mal hier kurz von Hand. Vielleicht hätte er auch einen Weg berechnet. Will ich jetzt gar nicht sagen, dass das nicht geklappt hätte. So, er fährt weiter und ihn stellen wir mal einfach hier wieder aufs Feld. Und dann wird er gleich wieder zu Rüben wieder fahren. Und da werden wir jetzt sehen, wie schön er dann sozusagen neben der Miete hinfährt. Und dann rückwärts ranrangiert. Jetzt sehen wir schon aus der Entfernung, er hat sich die Miete erkennt. Er hat jetzt hier schon ein Viereck drumherum gezogen, weil von dem Einhänger, den er abgekippt hat. Er fährt jetzt nicht wie beim ersten Mal schnurstracks in der Mitte durch, sondern fährt jetzt hier schön daneben. Er fährt natürlich entsprechend vor und schiebt dann rückwärts und kippt dann ganz sauber rückwärts ab. Also ich finde es einfach nur genial. Ich hatte auch probiert, darum steht noch der andere Anhänger hier, ob man es mit zwei Anhängern machen könnte. Ne, mit zwei Anhängern funktioniert der Abfahrer schon nicht. Also da kann ich mir schon einen Abfahrer nicht einstellen. Aber das ist ja auch mit einem Anhänger vollkommen ausreichend. Ich habe dann auch probiert mit zwei Abfahrern auf eine Rübenmiete. Das wird auch nichts, weil jeder seine eigene Rübenmiete machen will. Ne? Weil die Punkte kriege ich, ich weiß nicht, wenn ich sie direkt übereinander lege, ob das dann überhaupt funktionieren würde. Also man sieht praktisch die Rübenmiete von den anderen Abfahrern nicht, wenn man einstellen würde. Man müsste sich den Punkt setzen, wo man die Miete machen will. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man die übereinander legt, ob dann die erkannt werden als eine oder wie das dann wird, keine Ahnung. Das habe ich dann nicht weiter probiert. So, und jetzt wird er zurückfahren und wird sich dann faktisch die nächste Ladung holen, weil, wie gesagt, er kriegt ja hier nur 25.000 mit. Der Drescher, der Roder ist ja ruckzuck wieder voll. Jetzt steht er wahrscheinlich wieder so unglücklich genau hinter der Kurve, oder? Das würde natürlich hier absolut passen, ne? So, er wendet. Ihr seht mal, er hat, berechnet sich einen Weg. Theoretisch ist er der Meinung, der Drescher kommt noch bis dorthin, wo er jetzt schon hinfährt. Und wird dort entsprechend den, ich sage immer Drescher, den Rübenroter natürlich entsprechend abbunkern. Ne, nee, der ist schon eher voll, dann berechnet den Weg weiter. Also das geht auch recht zügig. Er ist natürlich hier auch umgestellt auf 40 km/h. Ach so, und was ich mir noch eingestellt habe, ich habe den Geräteversatz hier, die horizontale, die steht auf 0, die habe ich auf minus 1 Meter gemacht. Dann sind die Fahrzeuge mir persönlich zu nah am Rübenroter dran oder ecken zum Teil auch an. Ob es am Rübenroter liegt, ob es an der Konstellation Trecker-Anhänger liegt, das weiß ich nicht. Ich meine, das kann man ja hier problemlos umstellen, dass man da ein bisschen mehr Geräteversatz hat. Minus heißt ja weiter weg vom Roter, ne? Und ich habe auch hier den Versatz, den vertikalen Versatz ein bisschen gemacht, dass er ein Stück weiter vorne ist, weil sonst ist der Knosch hier auf der Kante, wo er überladen will. Das ja, macht sich einfach besser. In dem Fall durch der Roter ist so eingestellt, dass er beim Abladen anhält, deshalb bleibt er stehen. Solange bis der Anhänger voll ist und dann wird er entsprechend weiterfahren. Ja, und so geht es dann Stück für Stück und die Miete wird immer weiter wachsen. Ne? Wir werden mal hier das Debugging ausmachen. Ja, dann werden wir noch gucken, wie wir unten unsere Rübenmiete natürlich entsprechend
mit der Europamaus wieder verladen können, sodass wir die auch entsprechend abtransportieren können. Den können wir mal hier fahren lassen. Das ist einfach nur, ist ja wie gesagt unser Rübenparty-Spielstand bloß kopiert. Da ist das nicht weiter schlimm. So. Er hat natürlich ja entsprechend schon Rübenmiete angelegt. Was ich auch probiert habe, gleichzeitig die Europamaus anzusetzen und den Abfahrer hier fahren zu lassen, das, die mögen sich dann auch nicht so dolle. Die haben sich da auch so mehrfach über den Haufen gefahren, weil er fährt schon sehr strukturiert. Immer wieder von der Rübenmiete, wie er sie anlegt, kommt er immer wieder hier zurück, parkt, bis der Drescher ihn ruft. Ja, wenn wir jetzt hier die Europamaus ansetzen auf der Seite, dann ist er der Meinung, er wird blockiert. Ne? Das mag er so nicht, dass man das gleichzeitig macht. Oder man müsste dann halt neue Miete anlegen, wenn der Platz mehr wird auf dem Feld. Dann könnte man das sicherlich machen. So, in dem Fall nehmen wir mal hier den Abfahrer raus. Dann stellen wir mal an der Seite. Und dann nehmen wir mal die anderen zwei, die da drüben stehen. Eigentlich können wir den hier auf dem Feld stehen lassen. Er wird zwar jetzt die Meldung dort bringen, dass er abgetankt werden will, aber das ist nicht so schlimm. Ne? Ich habe auch, so wie jetzt hier die Miete angelegt ist, von welcher Seite wir fahren, ist theoretisch egal, sag ich mal jetzt so. Wenn ich aber die Europamaus hier unten ansetze, auf der Seite habe ich festgestellt, will unser Autotreiffahrer, denn wir fahren es mit Autotreif ins Hochsilo dann, da kommt der, ist dem wahrscheinlich zu wenig Platz und er blockiert sich immer mit den mit der Europamaus. Wenn ich es von der anderen Seite mache, von der Seite funktioniert es. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, ob das bloß da unten unglücklich ist, dass wir vielleicht auch zu nah am Wegrand sind oder er dort nicht richtig sich einen Kurs berechnen kann. Das habe ich dann nicht weiter ergründet. Ich hatte dann bloß die andere Seite genommen und hier hat es eigentlich problemlos funktioniert dann. So, die Maus klappt sich natürlich erstmal auf. Ne? Was ich auch gemacht habe, ich habe dann hier den Arm richtig rüber, dass wir möglichst weit wegkommen von der Maus. Den Arm, den müssen wir uns vorher entsprechend einstellen, so wie wir das haben wollen, weil den verstellt die Maus während der Ernte nicht selbst. Ne? Der bleibt so eingestellt, wie er jetzt hier ist. Wir positionieren die Maus uns hier vor der Rübenmiete und müssen natürlich jetzt die Maus entsprechend so ähnlich wie beim Siloaufschieber, müssen wir natürlich einmal die Miete erkennen, ne? Sodass die Maus auch dort arbeiten kann. Ne? Einmal natürlich aufs Menü drauf, dann habe ich eine Zielposition und ich habe eine Ladeposition. Hier sehen wir jetzt, wir stehen ja jetzt Blickrichtung nach hier unten. Hier unten ist ja unsere Rübenmiete, das müssen wir natürlich entsprechend treffen. Müssen das runtersetzen und natürlich das, die Zielposition nach unten wählen. Und jetzt sehen wir schon, ich kann jetzt hier nicht weiter ranzoomen, so wie es beim Siloschieber ist. Wir sehen, dass er jetzt praktisch die Miete hier erkennt. Dadurch das blaue Symbol, also ich ziehe mir den Punkt rüber und klicke mit der linken Maustaste drauf und ziehe die Position, in welche Richtung er fahren soll, natürlich auch nach unten und erkennt dann entsprechend so die Miete. Das sehen wir an dem blauen Rechteck, was er uns jetzt hier abbildet. Auf einer Standardkarte sieht man vielleicht besser, wenn man näher ranzoomen kann dann. Ne? Und damit hat er die Miete erkannt und wir müssen einfach nichts weiter machen, außer ihn hier einfach starten. Ne? Er senkt vorne seine Aufnahme, kommt natürlich oben die Meldung, warte auf Abfahrer. Ja, und wie gesagt, er ändert das Rohr nicht, er lässt das Rohr so, wie wir es eingestellt haben. Ne? So, holen wir uns mal hier unten den Abfahrer, weil der Abfahrer muss natürlich auch mit Cosplay unterwegs sein. Zu einem brauchen wir bei ihm hier genauso wie wenn wir einen Pressure abfahren wollten, im Cosplay-Fenster natürlich das erkannte Feld. Hier sieht man schon, er hat das Feld 54 entsprechend erkannt. Wenn, dann muss ich halt die Feldposition hier wählen. Wenn ich es jetzt hier unten wähle, ist es 55, dann wird es nicht funktionieren, weil ja unsere Europamaus hier auf der 54 steht. Ne? Also Feldposition muss hier oben das Feld sein, mehr müssen wir nicht machen. Dass wir das Feld erkannt haben. Wie gesagt, der weiße Strich ist ja zu sehen. Wenn er zu sehen ist, müsste ich es, glaube ich, noch nicht mal Position setzen. Dann entladen wollen wir in dem Fall nicht den Drescher, sonst würde er den hier anfahren. Wir wollen den Lader entladen, also der hier steht. Ne? Und
Das war's. Hier müssen wir nichts weiter einstellen. Wie gesagt, wir wollen ja nicht abkippen, wir wollen ja den Lader einfach nur entladen. Das ist das, was wir im Cosplay einstellen müssen. So, und dann wollen wir ja den ganzen Fall mit Autodrive abfahren. Und dann brauchen wir erstmal ein Autodrive-Fenster hier. Da müssen wir natürlich im Autodrive jetzt einstellen, abholen, abliefern. Und natürlich die Übergabe an CP, weil das wäre ja so die Konstellation, wie wir es auch schon in älteren Versionen gemacht haben, wenn wir einen Treasure abgetankt haben. Nur in dem Fall sieht man auch hier schön stehen, dass wir jetzt den Lader abtanken. Ne? Dann starten wir das Ganze. Er fährt jetzt, glaube ich, hoffentlich... Oh, ist jetzt hier hinten... Doch, müsste links vom Strecke eingefahren sein, dass er abbiegen kann. Nicht, dass er noch irgendwo Wenden fahren muss hier, der Arme. Aber wenn er in 8 Sekunden da sein will, sollte das ja passen, genau. Ne? Er fährt jetzt natürlich mit Autodrive zum Startpunkt oder zum Feldpunkt, 54. Übergibt dann natürlich aufgrund dessen, was wir angeschaltet haben, an CP. Und Cosplay tankt dann den Lader ab. Also Autodrive selber mit der Funktion Treasure abtanken fährt nicht zu den Lader hin. Das funktioniert nicht. Ne? So, ist grün geworden. Er hat den Lader erkannt. Er hat sich einen Weg berechnet. Und fährt jetzt entsprechend den Lader abtanken. Oder die Europa-Maus, wie auch immer. So, er fährt hier unter das Rot runter. So, und die Europa-Maus, die fährt jetzt immer schön Stück für Stück nach vorn. Solange bis die Miete alle ist. Einfach nur genial, finde ich. Also ich sollte schon, bin ich der Meinung, weil ich es auch bei manchen, was ich probiert habe, nicht so exakt gerade angesetzt habe. Also ich sollte sie schon möglichst gerade vor Silo setzen oder vor die Rübenmiete setzen. Das Rohr ordentlich ausklappen, dann klappt es wirklich am besten. Wenn sie jetzt so halb schräg vor der Miete steht und soll dann, die zieht sich gerade, die fährt gerade, das macht sie. Ne? Aber so rum geht es dann einfacher. Ne? So 91-92%, beziehungsweise jetzt sind wir bei 100. Jetzt wird gleich übergeben, das ist jetzt noch Cosplay. Da schiebt erstmal noch zurück. Wir sehen, rechts ist noch grün. Jetzt wird übergeben an Autodrive und er fährt fort. Wie gesagt, wo ich auf der anderen Seite stand von der Miete mit der Europa-Maus, da habe ich mal das Problem gehabt, er hat auch ein Stück zurückgeschoben und wollte nach vorne Richtung Maus wegfahren. Da ist er einfach nicht rumgekommen, weil er wahrscheinlich zu nah am Feldrand stand hier dann. Ne? Könnte ein Grund gewesen sein, weiß ich nicht. Habe dann auf der anderen Seite probiert und da geht es eigentlich problemlos. Ne? Ja, und somit sind wir in der Lage, eine Rübenmiete anzulegen. Ne? Wir werden das Ganze auch, denke ich mal, beim nächsten Stream auf Twitch hier von der Marsch- und Rübenparty an mehreren Feldern wahrscheinlich machen. Und ja, dann die Rüben entsprechend hier abfahren. Mit einer Europa-Maus verladen. Also ich finde es einfach nur toll, was wir da hinzubekommen haben im Cosplay. Ne? Es steht auch auf der GitHub-Seite. Also ich mache auch nochmal... die neue Version gibt es natürlich nur auf der GitHub-Seite. Ne? Gibt es auch nochmal einen Link unter das Video und ich schreibe aber auch nochmal den Direkt-Download-Link drunter. Der ist ja auch auf der GitHub-Seite, da kommt man direkt zum Download, wo ich mir die aktuelle Version runterladen kann. Und ebenfalls auf der GitHub-Seite steht, dass ich natürlich auch in der Lage bin, es gibt ja nicht bloß die Variante der Rübenmaus, ich meine, es gibt ja auch noch, Moment, wo finde ich den jetzt, glaube ich, bei divers, ne? Ja, genau. Es gibt ja auch noch die Navarro-Maus, mit der ich natürlich entsprechend ein Bunkersilo leer machen könnte. Ne? Es ist darauf hingewiesen, es funktioniert theoretisch. Ne? Praktisch sieht es natürlich so aus, wenn ich ein normales Bunkersilo habe, wo ich rechts und links Betonwände habe, wird es natürlich schwierig werden, wo der Abfahrer langfahren soll.
Habe ich aber durchaus Silage-Silos, die es ja auch in der Art und Weise gibt, dass ich dort nur einen Haufen aufkippe, der entsprechend verdichtet wird, also wo ich keine Mauern habe. Solche Silos gibt es ja auch im Mod, hab, möchte ich meinen. Die kann ich dann natürlich, wenn ich hier hinterher dann so einen Haufen gekippt habe, natürlich auch mit so einer Maus entsprechend verladen und theoretisch auch dann Silage verladen. Ne? Und es müssten, würde ich sagen, natürlich auch andere abgekippte Haufen gehen, die ich abkippen kann. Ne? Gut, aber das soll es auch erstmal grob hier gewesen sein. Ja, wünsche natürlich allen viel Spaß bei Rüben wieder anlegen. Ne? Also wir werden es definitiv nutzen. Dann denke mal schon, nächste Woche Freitag wird es dann auf Twitch weitergehen mit der Rübenparty und da werden wir das ausgiebig nutzen und vielleicht auch noch mehr testen. Ne? Also vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und tschüss.